Hallo Guys und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren epischen Part. Legend of Zelda, Link to the Past. Im letzten Part haben wir den super sexy geilen Ice Dungeon weggerackt. Locker easy, Alter. Also natürlich gar kein Problem für uns. Und nun, sag mal, wie viel Kram habe ich eigentlich? Noch 2 Heilweifuß. Okay, das ist gut. Und nun möchte ich mich hier wegwizarden. Und oh ja, das ist fucking great. Ach shit, ich wollte ja aufscreen ein bisschen der Waifu-Fee ein bisschen Rubine geben, ne? Das war mein Plan. Naja, whatever. Okay, zuerst wollen wir uns aber einen sicken Wizard-Trank kaufen, glaube ich. Also glaube ich nicht, nur ich weiß das. Wenn dieser geile Wizard-Trank, der ist schon ein bisschen hotter als der Shit, den wir sonst so haben. Also ich rede natürlich von dem blauen Wizard-Trank. Mein roter Trank ist natürlich auch sexy. Aber wer weiß, vielleicht werden wir dort oder irgendwo ein bisschen Magie brauchen. Die Waifus lässt sich aber nicht frei, denn immerhin ist das ja, fuck. Ja, das ist fuck. Deshalb lasse ich die Waifus nicht frei. Nee, das ist ja, na, was wollte ich sagen über meine Minekraft leben? Das ist ja quasi ein Extra-Leben, ne? Und wer wirft schon fucking Extra-Leben weg, Leute? Chillt doch einmal. Meine Kraft. Okay. Nun wollen wir zum Todesberg. Ja, auf dem Todesberg irgendwo in Minecraft war doch der krasse letzte Dungeon. Meine ich jedenfalls. Wir gucken einfach mal. Schauen uns um in der Welt eines Minecraftlers. Au, fuck, fick dich Stein, du hättest mich gar nicht treffen können, Alter. Oh Leute, ich möchte aber hier was ansprechen, ja? Nämlich, ja, gewisse Leute, ja, ich will jetzt keine Namen hier nennen, ja? Alles hier anonym und chill, weil so viele Leute hier auch kommentieren, aber einige Leute scheinen wohl nicht zufrieden zu sein mit meiner Spielweise und heulen deswegen die ganze Zeit rum in den Kommentaren, ja? Die Person wird wissen, ja, wenn sie angesprochen wird hier, ne? Fick dich! Nein! Nein, man muss auch bedenken, ja, nicht allgemein hier, das war jetzt ja so ein Prank. Ich glaube, der Mann prankt mich eh, deshalb ist das schon okay. Das ist eigentlich keine Rechtfertigung, aber egal, wie auch immer, was ich sagen wollte. Ich weiß, viele Let's Plays, die sehr Gameplay-basierend sind, wie möglicherweise Link to the Past, wenn man schon ein gutes Gameplay abliefert, man achtet auch auf gutes Gameplay und Stuff, aber im Großen und Ganzen, deine Gestalt, Alter, Alter, halt die Fresse, im Großen und Ganzen, lass mich mal kurz auf die Web gucken, ja, im Großen und Ganzen, ist das ja eigentlich, also nicht ganz unwichtig, klar, aber viel wichtiger und viel mehrwiegender ist doch das Commentary und so. Und wenn jetzt jemand ein Let's Player sagt, ey, hast du Scheiße gespielt, du Opfer, dann bringt das dem Let's Player an sich nicht viel bis gar nichts. Ja. Außer vielleicht, dass man sich im Spiel verbessern kann, aber das ist ja nur so eine sekundäre Sache. Er sagt, hey, da hättest du vielleicht das und das ansprechen können oder du hättest dich da vielleicht etwas besser artikulieren sollen oder so oder sowas sagen, damit man dich besser versteht oder so, das hilft doch durchaus weiter. Einfach zu sagen, hey, du Scheiße im Spiel, fick dich, das bringt einem echt nicht weiter. Und deshalb möchte ich euch raten, auch in Zukunft, wenn ihr und bei anderen Let's Playern kommentiert, seid keine fucking Arschlöcher. Es ist ja nicht so, dass die Person sich dann denkt, oh ja, ich spiele Scheiße, Alter, dann werde ich jetzt alles geben, um nicht so scheiße zu sein. Nein, so läuft das nicht. Er gibt einfach sein fucking Bestes oder halt nicht. Hä? Digga, was mache ich hier? Alter! Nennt mich Rätselmaster. Ich habe bestimmt nicht einfach random auf irgendwelchen Holzklöpfen rumgeklopft oder so. Hey, was zum Fick ist das? Ein Medaillon oder so. Ah, shit, ich erinnere mich. Hier komme ich nicht weiter. Gut. Dann, fuck.
Gucken wir uns das mal anders um. Nee, hier brauche ich was ganz Bestimmtes. Aber ich weiß nicht, wo ich es herbekomme. Fuck. Ich habe halt echt keine Ahnung. Oh, shit. Das könnte problematisch werden. Ja, wisst ihr, Leute, es gibt nämlich noch legendäre Artefakte hier in diesem Spiel, die wir uns noch nicht gegrabt haben. Und, an dieser Stelle brauchen wir eins davon. Oh, nice. Ich nehme die obere Kiste. Yeah! Bombs! Bombs? Bombs. Komme ich hier noch irgendwie vorbei? Nein, okay. Ich reset das mal eben. Genau, klar, ihr könnt natürlich kommentieren, was auch immer ihr wollt, ne? So ist nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass für manche Leute es einfach ganz schön nervig ist zu lesen, ey, da warst du ganz schön scheiße, weil, ja, die wären jetzt nicht unbedingt besser, nur weil sie gelesen haben, dass sie scheiße waren. Wisst ihr, was ich meine? Könnt ihr mir folgen? Ja, das wollte ich nur mal angesprochen zu haben, ja? Aber ich denke, was der Horror-Self-Boy uns da in die Kommentare schreibt, eher so ein Prank, so. Der will mich, glaube ich, einfach nur ärgern. Aber so, allgemein, das brachte mich halt auf dieses Thema, so. Ein bisschen das, Dingens. Also mal vielleicht das Gameplay eines Displays tatsächlich nicht so unfucking fassbar ernst nehmen sollen. Wenn ihr gutes Gameplay sehen wollt, dann guckt euch das Speedruns an, oder, Alter, ich kann die nicht mit meinem Schwert verletzen? Was seid ihr denn für Molux? Guckt euch das Speedrun oder ein reines Gameplay-Video. Ich meine, den Shit gibt's ja auch. Und da ist das Gameplay auf jeden Fall deutlich krasser als in normalen Let's Plays. So. Das aber gesagt zu haben, ist schon sehr süß und sexy. Aber ich meine, hier gab's doch irgendwo ein Secret. Was ich mir graben will. Ja, das ist ganz schön scheiße, weil ich habe gar keinen Plan vom Life, wo zum Fick ich jetzt hingehen soll in meinem Minecraft-Leben. Deshalb, fuck. Ich weiß nicht mal, wo wir diesen Volloweser-Zauber kriegen, den wir hier brauchen. Aber ich glaube, es war in der Lichtwelt. Wir gucken uns einfach ein bisschen um, Leute. Wir gucken uns einfach mal ein bisschen um in der Minecraft-Welt. Gönnen wir uns die sexy Flöte, die Ocarina, die Flöte. Bei diesen engelsgleichen Klängen würde ich auch sofort angeflappert kommen. Ha! So, gehen wir jetzt noch ein bisschen was zu saufen hier. Lass mich mal schleckern in deinem Plackern. Gehen wir uns den Shit. Oh ja, geil. Und dann reisen wir mal zum Wasser. Denn ich meine, dort wäre irgendetwas, was wir brauchen. Fuck, aber ich hab echt keinen Plan. Ist echt schon eine Weile her mit der Link to the Past. Aber wir locken mal. Wir locken mal. Also für viele Leute ist The Link to the Past auf jeden Fall das beste Zelda-Spiel. Und ich weiß nicht, ich meine, es ist ein gutes Spiel, ja? Es ist ein gutes Spiel, kann man auf jeden Fall zocken. Aber direkt das beste Zelda-Spiel? Ja, weiß nicht. Also, es ist ein gutes Spiel. Das können wir auf jeden Fall sagen. Aber es ist so nicht das allerbeste in der Minecraft-Welt, ja? Da muss man auch ein bisschen ehrlich sein. Ich meine, es ist ganz cool, ja? Ah, ich schätze das auch so eher so eine Geschmackssache natürlich, ja. Für Hendrik, Frederik, ich glaube, ja, wir hatten sogar einen Herren hier, der kommentiert hat über die Videos und der, oder eine Frau, ich bin mir nicht mehr sicher, eine Dame meine ich, und die Person sagt halt, ja, Link to the Past, das ist mein Lieblings-Zelda, ja. Ist gutes Zelda, okay, kann man, ja, ist in Ordnung, ja, kann man, man muss hier die Meinung auch irgendwo respektieren, ja. Aber ich selber würde sagen, dass mir andere Zelda-Titel ein bisschen mehr Freude bereitet haben. Ocarina of Time fand ich zum Beispiel ein bisschen cooler, ja. Link Between Worlds fand ich auch ein bisschen cooler. Twilight Princess fand ich auch cooler. Also, er ist gut, aber es ist nicht meine Number One. Link to the Past ist jedenfalls meine Meinung. Aber vielleicht habt ihr eine andere und das ist ja auch cool. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr mögt. Was ist denn euer Lieblings-Zelda? Hashtag Kommentare generieren und rülpsen. Ich meine, generieren. Digga, was ist los hier? Wo bin ich überhaupt in meinem Life? Au. Oh, ich glaube. Oh ja! Du hast ein Herzteil gefunden, schleck mal. Ja, okay, auf jeden Fall ein bisschen geiler. Teilsplitz auch. Teilsplitz ist richtig gut, aber
Twilight Princess hat ein ganz schön lowen Anfang. Und es dauert, bis das Spiel so wirklich in Fahrt kommt. Aber wenn es dann abgeht, Alter, dann ist Twilight Princess auf jeden Fall eine geile Scheiße. Wow. Twilight Princess, guter Shit, Leute. Guter Shit. Aber der Anfang ist halt ein bisschen low. Muss man schon sagen. Fand ich jedenfalls. Ich glaube, an der Stelle, an die ich gerade denke, bin ich schon längst vorbeigedödelt. Deshalb gehen wir mal ein bisschen zurück, Alter. Aber das Soundtrack von dem Spiel, allgemein, Link to the Past ist ziemlich, ziemlich super. Muss man auf jeden Fall schon sagen. Deshalb habe ich mich auch entschieden, dieses Spiel zu explain, weil ich hätte es nicht gemacht, wenn ich sagen würde, ah, Link to the Past, richtig scheiße, Bro. Lol, XD, Roffel. Oh, Teleporter, sexy. Fuck yeah, wo sind wir? Oh, ja gut. Und wenn ich da nochmal reingehe, bringt mich das da woanders hin? Nein! Okay. Cool. Ja, ich finde, Link sieht ganz schön scheiße aus in dem Spiel. Das möchte ich hier mal bitte anmerken, ja? Link sieht echt ganz schön scheiße aus in diesem Spiel. Weil er ist ein cooler Boy und so, ja? Ah, fuck. Ja, ist echt scheiße, wenn die da aussieht. Wisst ihr was? Wir gehen doch einfach zu dem Wahrsagerin. Ich bin mir sicher, die kann uns weiterhelfen. Weil sie ja sonst so ein hilfreicher NPC ist. Fucking Bullshit. Aua. Also, direkt die Wahrsagerin beleidigt, direkt auf die Fresse bekommen. So läuft das hier. In dem Welt von Hyrule Kraft. Ja. Also klar, irgendwo, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, kann ich ein bisschen nachvollziehen, weil man sich getriggert fühlt, wenn der Typ einfach voll komplett scheiße spielt, ja. Aber, eher bei Rätselspielen wie, ja, was weiß ich. Okay, es war nicht ganz ein Rätselspiel, aber sowas wie Resident Evil 1, ja. Wenn der Boy sich 3 Jahre an einem Rätsel festhängt, okay, das triggert mich auch schon ein bisschen, ja. Das kann ich irgendwo nachvollziehen, aber jetzt bei Link to the Past, wenn man stirbt, holy shit, Alter, ist doch egal, ey. Whatever. Aber das Commentary ist halt gut. Und ich weiß, mein Commentary ist nicht immer gut, ja. Aber ob es gut ist oder nicht, ist auf jeden Fall eine Ansichtssache, ja. Weil die Leute sagen, oh, dein Commentary ist ganz schön cool, Alter. Weil die Leute sagen, oh, dein Commentary ist ganz schön scheiße, Alter. Und ja, ich selber bin aber nicht zufrieden mit meinem Commentary. Und das ist ja das, was zählt. Aber man will ja besser werden, Leute. Irgendwann bin ich bestimmt auch ziemlich krass. Bestimmt, in der Wiederkraftwelt. Da könnt ihr ja gerne Tipps raushauen, ja. Hört euch selbst Pro-Tipps immer, immer nützlich. Immer raus damit, Alter. Ich will all deine sexy Pro-Tipps haben. Aua! Und ja, genau. Also wie gesagt, Feedback bezüglich Kommentieren und so, das ist ziemlich super. Oder bezüglich eines Spiels vorstellen, wenn ich halt etwas in-topic kommentieren möchte, ist auch richtig geil. Also sagen, ich bin scheiße, das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Das hilft halt niemandem so. Außer vielleicht der Person, die den Kommentar schreibt. Denkt sich dann so, oh, jeden hab ich's gegeben, Alter. Ja, wenn euch das befriedigt, dann ist auch okay. Ist auch okay, ist auch okay. Jeder wie er will, Leute, jeder wie er will. Ja. Solange ihr mich nicht beleidigt und scheiße seid, ja, ist okay. So. Aber genug davon in der Minecraft-Welt. Wir dürfen hier weiter durch die Weltgeschichte. Ich habe gar keinen feinen Plan, wohin mit meinem Life. Fuck. Der rote Power Ranger raped mich richtig hart mit seiner Penetrator-Lanze 5000. Das ist ein bisschen heavy. Bisschen heavy ist das auf jeden Fall. Alter. Aber dafür rape ich immer die anderen Power Ranger. Deshalb ist das okay. Scheiße, es ist so ein Quid pro quo. Wisst ihr, Leute? Du rapst mich, ich rap dich. Alles fair und square, Alter. Alles fair und square. Soll ich das Video ab 18 schalten? Ja. Ich sehe, das ist bestimmt ein sicker Schicksal, Bruder. Lass mich in die Zukunft sehen, yo. Yeah, Bro. Zeig mir den Shit, yeah. Yeah, von den Wizards. Ich sehe. Ein Momentum der Hylia. Steht auf einem Hügel in der Wüste. Ah. Hallo, es ist 10 Rubies, Bro. Hey, gar nicht übel. In der Wüste soll ich also schauen, ha? Huh? Das war ein hilfreicher Tipp in meinem Life. Na dann! Vogel der freien Geister! Bringe mich in die Wüsten dieses Tals! Minecraft. Mal sehen. Oh, Schall, ich hochheben kann. Und ein Teleporter in die Schattenwelt.
Ja, noch nicht. Wir gucken jetzt erstmal hier in der Richtung. Ba 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 ba. Ba da ba. Ein Symbol der Hylia. Hier ist der süße, sexy Tempel. Okay, ich glaube, das war der zweite Tempel. Fucking Sandgolem. Ba da ba. Mal sehen, hier ist doch bestimmt noch irgendwas anderes in meinem Life. Ein Symbol der Hylia. Huh. How about that? Ist hier irgendwas? Nee. Da fiel mich der Geier richtig hart aufregt, ne? Holy shit. Fuck, wie. Symbol der Hylia. Ist hier vielleicht irgendwas? Ich fürchte nicht. So, komm her, du Fuckvieh. Oh! Oh! Okay. Oh. War ich schon mal in diesem Loch? Wenn ihr versteht, was ich meine. Lass mal reinschauen. Ich glaube, ich war noch nicht in dem Loch. Ach, Sarata! Doch, ich war schon da. Ja, du bist voll der Hero, Brother. Ich weiß, dass du dem Land den Frieden zurückgeben kannst, yo. Bro, ich suche Wizardkraft. Halt die Fresse. Nie ist Sarata nützlich, nie. Mit dem Boy zockt mal Looter Kings, weißt du? Nein. Ach man, Sarata. Ist ein cooler Boy. Bam, 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 da, ba, da, 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 da. So, vielleicht doch in der Schattenweltwüste? Wir schauen uns noch um. Noch ist nichts vorbei. Ja, shit is real. Dang, Alter. Zieh dir den Shit mal rein. Da will ich hin. Das ist bestimmt so ein Symbol der Hylia. Okay. Vogel, bringe mich wieder in die lüftige Gelüfte. Hui. So. Hier hin. Danke, mein Fan. So, dann wollen wir hier hin. Wizardkraft. Oh. Oh, ein Sumpf. Das ist ja niedlich. Okay. Waren wir jemals in diesem Sumpf? Fuck, ich kann die Ranken mit meinem Schwert nicht zerstören. Was ist das für ein Bullshit? Na, na, na. Ich mag den Regen, der ist sehr angenehm hier. So, und ich glaube hier... Wo sahen wir uns wieder in die Lichtwelt? Wizardkraft! Bisschen daneben. Zurück, Klink! Wop, 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 wop. Okay. Fuck, nein, ich wollte nicht... Oh! Minekraft! Aber hier kriege ich diese Unverwundbarkeitszeit, dass ich da nicht direkt reinstolper. Aber in der fucking Bullshit-Welt natürlich nicht. Ist okay. Oh, da ist auch kein Portal. Wie bin ich gerade zurückgekommen? Bin ich versehentlich auf den Knopf gekommen? Ist das real life? Na, whatever. Tududu. Okay, ich muss da irgendwie hoch. Hey, das ist Sarazas Höhle. Gehen wir da mal rein. Mal sehen, was hier so ist. Hey, Scamp, es geht. Hey, Kumpel, Alter. Kannst du ein Geheimnis bewahren? Ich kann dir was erzählen, Bruder. Aber das kostet 20 sexy Rubis. Ja, komm, leg los, Bruder. Danke, Kumpel, Alter. Also, was sagt Monster im Sumpf? Was? Also, man sagt, Monster im Sumpf produzieren das Unwetter nur so aus Spaß, lol. Wenn du die Luft mit einer größeren Macht bewegst, hört der Regen vielleicht auf, XD. Der Regen hört vielleicht auf, XD. Sollten wir uns merken. Größere Macht als die Monster. Soll ich einfach alle fängen? Oder was? Der war ich jemals hier? Oh, da ist ja auch noch ein Dungeon. Huch. Okay, gehen wir da rein. Whatever. Aber Leute, was in diesem... Alter, was geht da ab? Okay, was auch immer. Was in diesem Dungeon passiert, das sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr schaltet demnächst auch wieder ein beim Sumpf-Dungeon. Ich hoffe, diese kleine Folge, wo ich einfach so ein bisschen rumgelabert habe, hat euch nicht so sehr gestört, Alter. Muss ja auch mal sein. Bis dann, Leute. Ciao.